Hey ihr Lieben, heute ist schon der nächste Tag. Wir haben gestern Abend nicht mehr gefilmt, waren schon im Pool und jetzt fahren wir auf einen kleinen Bauernhof oder auf eine Wiese besser gesagt, wo ein paar Kühe sind, damit die Kinder auch mal was sehen und anfassen können. Und dann mal schauen, was wir machen. Ich weiß auch gar nicht, was wir heute Abend essen. Weißt du, was wir essen? Ich habe keinen Plan mehr. Weil heute sind wir ein bisschen planlos. Aber wir gucken mal. Man findet schon immer irgendwas. Yes. Genau. Ja. Also bis nachher. Ich habe die Leine getaucht. Man sieht den nicht. Fahren wir weiter. Oh, wie klein der ist. Ich habe auch gerade ein Ohr. Papa, sind da Kaka war. Der ist echt ein Baby. Der ist glaub. Wir sind jetzt da und wir gucken jetzt, wo die Kühe und so sind. Und die Pferde. Ja, ich glaube, Pferde gibt es ja nicht. Ja. Oh, nicht diese großen Maske. Guck mal, die Frau ist hier durchgegangen. Schatz. Teddy fühlt sich ja auch wohl. Ich glaube, da unten ist Wasser. Teddy ist glücklich. Die dreht jetzt durch, weil hier überall. Lena, du musst jetzt nicht die ganze Zeit aufnehmen, Schatzi. Das überall diese Tiere und Zecken. Oh, ich liebe diese Geräusche. Das ist noch nicht gut, Schatz. Das, was Lena hat, ist noch zu hart. Hier sind überall Brombeeren. Ihr dürft aber nicht zu nah dran, weil das piekst. Das hat Stacheln. Also da hinten ist auf jeden Fall Wasser. Jetzt müssen wir nur gucken, wo wir da hinkommen. Brombeeren. Brombeeren. Warte, wir stecken den gleich ins Wasser. Ja, das war aber nur seine Pfoten. Aber meinst du, da kann man rein? Auch wenn wir nur mit den Füßen reingehen, reicht ja. Bisschen Abkühlung. Das ist bestimmt eiskalt, das Wasser. Aber Leute, schaut mal. Wir haben zwei Kühe ein Baby, eine Babykuh und eine normale Kuh gefunden. Wir dürfen uns denen nicht nähern. Dürfen wir da auch streichen? Also man darf aber es besser nicht. Ja. Lieber nicht. Wow, jetzt habe ich schon Vorsicht, Lena. Lina, nicht ablenken. So, Leute, hier ist das Wasser, aber wir kommen nicht weit, weil es gestern so stark geregnet hat. Ja. Ja. So, Mädels, wir sind wieder zu Hause, wir waren kurz einkaufen. Ich habe Spaghetti gekauft, Butter. Ihr glaubt nicht, wie viel Kerrygold-Butter hier kostet. 4 Euro. Ich habe jetzt für 1,75 Euro diese Butter gekauft. Ich hoffe, die ist gut. Und die Kinder haben sich Nudeln mit Tomatenmark gewünscht, also Tomatensauce. Das habe ich jetzt hier gemacht. Genau. Oh, der hat sich gerade Eier gemacht, ja. Der war halt auch Nudel, ne? Mhm. Und die Eier haben ein bisschen mehr Salzscheier. Okay, und von diese Oliven kannst du auch ein bisschen reintun. Das kannst du selber reintun, Schatz. Das ist zu Chili, Chili, Chili. Diese Eier haben wir übrigens, wie hieß das? Auf so einem, Bio-Eier. Ja, das haben wir in so einem Dingens gekauft. Das ist einfach auf der Straße, da kosten die Eier total günstig. Die sind neu, das stimmt hier nicht, ne? Das wird wiederverwendet anscheinend. Genau, da haben wir jetzt 4 Euro reingeschmissen statt 2,50. Und die schmecken richtig gut, aber dann konnte er nicht widerstehen. Hat es gemacht und ja, muss ich aufräumen. Und die Kinder spielen, glaube ich, draußen Tennis. Ich habe den Tisch schon ein bisschen gedeckt. Guck mal, was die Kinder machen. Heute kommen übrigens neue Nachbarn, weil die sind ausgezogen. Aber die und die sind immer noch da. Papa, wir brauchen deine lange Arme. Und nachher gehen wir dann wieder in den Pool. Und Teddy chillt hier. Teddy! Der ist fertig. Der ist fertig mit der Welt. Das war zu viel für ihn. Jetzt gibt's Essen. Das sieht sehr lecker aus. Okay, das hat Papa gekocht. Mit Mama. Mit Mama, ja.
Und hier ist das Meer. Ach, ist das das die Chili? Das Chili? Ja, ja. Das ist das, was ich mache. Hast du aber nur für dich. So, wir sind mittlerweile zu Hause, haben gegessen, haben den Kamin angeschmissen, weil wir noch im Pool waren. Und müssen hier jetzt aufräumen. Oh, der schläft schon. Wir haben gerade von draußen alles reingebracht. Und Teddy spaziert. Ja. Ich würde sagen, jetzt wird erstmal hier aufgeräumt und dann gehen wir schlafen. Und ich helfe mit. Protecting my peace for so long. A little too good, now I'm solo. Watching reruns of the same shows. Almost everybody on my no-show. Even with green lights, I don't go. Never been sure, no, I don't know. How does everybody else let go of their ego? Don't go out nearly as much as I should. Barely know the way around my neighbor. Ich liebe das Video. So, Gipfote.